Hallo Leute, draußen hier ist der einsame Wanderer. Ich wollte mal wieder mit euch im Kanal lang gehen. Ich dachte, vielleicht freut euch das ein bisschen. Ja, mein Thema ist heute natürlich der Israel-Palästina-Konflikt, Palästinenser-Konflikt, wie auch immer ihr wollt. Und ich bin der Meinung, wir müssen uns heraushalten. Das möchte ich in diesem Video begründen. Und natürlich ist es so, dass ich mich damit gegen die aktuelle Politik stelle, die ja im Prinzip Israel für alles einen Freifahrtschein ausstellen würde. Frei nach dem Motto, wir sind in der ewigen Schuld und wir müssen auch für Israel sterben. Das ist ja die Aussage deutscher Politiker. Für Israel sterben, es ist Staatsräson, wir müssen denen dienen. Ja? Weil wir haben unendliche Schuld auf uns geladen, wir werden sie niemals ablegen können, diese Schuld. Ja? Auch ich, der mit dem Krieg nichts zu tun hat, müsste also aufgrund dieser Schuld für Israel sterben. Das sage ich nie, ganz bestimmt nicht. Ich sage euch, warum wir uns da raushalten müssen. Palästina oder die Palästinenser und die Juden, ja, im Schnitt haben es nicht, ich sag's mal ganz brutal, geschissen bekommen, seit Jahrzehnten mal in den Friedensprozess zu gehen. Beide Seiten lassen immer die Radikalen gewähren. Im Fall der Palästinenser sogar noch schlimmer. Sie haben sogar die Hamas 2006 mehrheitlich gewählt. Das heißt, diese Leute tragen auch Mitschuld durch Unterlassen oder nicht das Ruder rumreißen. Das ist genau wie bei den Deutschen. Da ist eine große Mitschuld an den Dingen, die jetzt passieren, weil die Leute sich nicht genug wehren. Ja, ich weiß, es gibt Protestbewegungen, auch in Israel, das weiß ich wohl. Aber die große Masse geht nicht auf die Straße gegen die Regierung und jagt es zum Teufel. So sieht es halt aus. Und mir ist klar, dass die Hamas gefährlich ist und die sich vielleicht auch tot machen. Aber das ist so, als würden wir dabei zugucken, wie mehrheitlich die Nazis bei uns sozusagen das Land übernehmen. Also die echten quasi, die gemeinen, sage ich mal. Ja? Ich weiß, das bringt mir wieder viel Häme jetzt ein, wenn ich das sage. Ja? Aber die waren halt die wirklich richtig garstigen, bösen Typen. Ja? Nicht so Leute, die kritisch sind wie ich, die auch als Nazi betitelt werden. Ja? Das ist ja eine Inflation bei dem Begriff, die geht ja gar nicht. Bevölkerung kriegen es auf beiden Seiten nicht auf die Kette, eine moderate, normale Politik durchzusetzen und lassen die Extremisten immer gewähren, das Ruder übernehmen. Und da muss ich halt sagen, wenn man das seit Jahrzehnten nicht hinbekommt. Und übrigens der Konflikt, den die da haben, geht ja irgendwie schon 1400 Jahre, ja? Das ist ja auch nochmal ein Problem, dass die Muslime einfach Juden hassen. Punkt. Ist halt im Schnitt so. Brauchen wir uns nichts vormachen. Tut mir auch leid, wenn ich so sagen muss. Wie gesagt, ich kenne ja Muslime und so, aber die sind... Ich muss es einfach so sagen, tut mir auch leid, wenn ich denen da vor den Kopf stoße, aber im Schnitt ist es halt einfach mal so, dass ein Moslem gegenüber Juden zu 95% nicht neutral eingestellt, sondern immer die kritisch sieht, bis hin auch zum Antijudaismus. Ja, das mag übrigens auf der jüdischen Seite genauso sein, weiß ich nicht, kann ich an der Hinsicht nicht beurteilen, weil ich zu wenig Juden kenne. Aber ich kenne zumindest eine Menge Muslime. Oder kannte auch, ja. Und das Bild ist da immer relativ einheitlich. Ja? Also, dass jemand sich hinstellt und sagt, wir sind alle Brüder und wir müssen in Frieden zusammenleben. Die Aussage musst du selten hören, würde ich mal behaupten, zum Beispiel in der türkischen Community oder in der arabischen. Ne? Das liegt denen auch nochmal in der Wiege, dieser uralte Konflikt. Und da sage ich halt einfach, Leute, irgendwie habt ihr evolutionär versagt. Also wenn ich das reduziert sehe, dann kriegt ihr das die letzten Jahrzehnte nicht auf die Kette, mal eine gute Lösung zu finden, wo die Menschen friedlich miteinander leben können. Das kriegt ihr einfach nicht hin. Und ihr kriegt es nicht hin. Und dann soll ich jetzt noch mit deutschen Soldaten und mit einem deutschen Leben diese Sache unterstützen? Leute, das löst ja das Problem nicht. Der Kern ist ja, dass ihr den Konflikt nicht beigelegt bekommt und dass es immer darum geht, eine Seite soll die andere auslöschen. Und diese extremen Meinungen gibt es auf beiden Seiten. Auf der israelischen Seite und auf der muslimischen sowieso. Und da in den Konflikt soll ich noch reingehen? Und soll das unterstützen? Das bedeutet ja, dass du automatisch nicht zu einer Konfliktlösung kommst, sondern immer nur zu noch mehr Genozid als vorher. Und deshalb sage ich, wir haben überhaupt keine Verpflichtung für Israel. Die sind ja Jahrzehnten dabei. Und ich kann nicht aus irgendwelchen
aus irgendeiner historischen Schuld Verantwortung übernehmen für andere Völker und die mit Waffen und meinen Soldaten unterstützen, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine Kollektivschuld. Das geht gar nicht. Und das bringt auch keine Lösung außer mehr Gewalt. Und wir machen das halt, weil die deutschen Politiker sich immer als Sklaven Israels sehen und es auch so verkaufen, ja, mit der ewigen Schuld der Deutschen. Und da habe ich keinen Bock drauf, ich habe keine Schuld. Und die hatten Jahrzehnte Zeit, das mal auf die Kette zu kriegen. Jahrzehnte haben die Zeit gehabt, wir haben es nicht auf die Kette bekommen da. Und ich sage es aber auch wieder, sag mal ganz hart, bei der muslimischen Seite. Die kriegen Milliarden in den Arsch geschoben. Die hätten diese kleine Fläche in ein blühendes Land verwandeln können. Haben sie aber nicht. Fragt euch mal, warum das so ist. Weil es die bösen Israelis waren? Oder weil ganz viel Geld abgezweigt wurde, illegal in Waffenkäufe gegangen ist, etc.? Fragezeichen. Ja? Das wäre ein... Überlegt mal, wenn Deutsche diese Geldmenge für das Land bekommen hätten, wäre es ein blühendes Land. Punkt. Ist so. Kriegen die also nicht auf die Kette. Und ich habe keine Lust, für Leute, die seit Jahrzehnten unfähig sind auf beiden Seiten, hier irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Und schon gar nicht gehe ich in eine Sklavenhaltung gegenüber Israel, so nach dem Motto, das ist deutsche Staatsräson, weil da war ja mal was. Nee, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun und ich werde nicht für wen anders sterben, weil irgendwas in der Vergangenheit mal schiefgelaufen ist. Ganz bestimmt nicht. Das ist einfach mal eine alberne und völlig dumme Annahme, die man uns da verkauft. Ja? Das ist, wie gesagt, dieser ewige Schuldkomplex. Und deshalb sage ich, sollen die alleine machen, ohne uns. Und es wird natürlich nicht passieren, aber genauso sehe ich es halt. Und die haben ganz andere Probleme, denn so wie das im Augenblick aussieht, und wenn die Politisierung der Muslime sozusagen hier weiter stattfindet und die Radikalen das schaffen, die große Bevölkerungsmasse der Muslime in Deutschland aufzuhetzen, dann schaffen sie es wieder, dass sich Deutsche und die Muslime hassen und dass sie sich bekämpfen werden. Das haben wir im Kosovo gesehen, wie gesagt, wie leicht das geht, sag ich mal. Wollte ich das Huhn mal kurz draufnehmen. Da. Da ist es. Wenn die das schaffen, dann hast du wieder Nachbar, die früher Freunde waren. Und man wird es schaffen, uns gegeneinander aufzuhetzen. Die Presse macht genau mit gerade. Und dann wird man uns in den Bürgerkrieg treiben. Und die Gewaltbereitschaft auf muslimischer Seite ist im Schnitt höher. Das ist eine andere Kultur. Und die sind eben nicht eingedeutscht. Die haben ihre Kultur behalten. Die haben ihre eigenen Parallelgesellschaften, ihre eigenen Werte, ihre eigene Religion. Und ein Großteil von, nicht alle, überhaupt nicht alle, gar nicht. Es gibt ganz tolle andere Leute, die anders sind. Aber ein großer Teil ist in ihrer Kultur stecken geblieben, in ihren Wertvorstellungen. Und damit einhergeht Judenhass und eine Verachtung der Deutschen als schwache Lappen, was wir auch sind. Und dementsprechend glaube ich, dass wir, wenn das hier weiter politisiert wird, bald den Bürgerkrieg haben. Und zwar, das mit Berlin ist der Anfang. Ne? Und der Staat lässt die Leute ja gewähren. Er lässt sie ja gewähren, das siehst du ja. Ja, das siehst du ganz deutlich. Wenn da eine Polizeiwache steht, wie zum Beispiel das Brandenburger Tor von Klimaklebern beschmiert wird, mit einer Hebebühne, oder wenn Muslime irgendwas machen, ja, 50 Leute beten da, obwohl es verboten ist. Also, Querdenker hätten die weggeknüppelt, ne, ist klar. Aber 50 betende Muslime, das geht ja nicht, ne, da schaut man zu. Also, wer nicht rafft, dass es hier politisch gesteuert ist, tut mir echt leid, der hat es einfach nicht verstanden, was hier passiert. Und weil die meisten das auch nicht verstehen, werden sie immer nur das tun, was die Presse von ihnen fordert. Und wenn die Presse jetzt von ihnen fordert, auf einmal islamfeindlich zu sein und auf einmal ist Multikulti ganz böse, also dieser Switch, den wir gerade haben, diesen deutlichen, ja, dann werden sie das tun. Und dann wird es gelingen, dass wir uns gegeneinander aufhetzen und gegeneinander benutzen lassen. Und dann brennt Deutschland und dann werden sie in den großen Städten große No-Go-Zonen machen, wo du gar nichts mehr machst, weil die Polizei kriegt nämlich gar nichts mehr auf die Kette. Und das haben wir nämlich gerade in Schweden, wo man gesagt hat, wir müssen das Militär einsetzen. Wenn diese Strukturen sich verfestigt haben und sie dann radikalisiert werden, die Leute, du kriegst sie nie wieder weg. Du kriegst sie nie wieder raus, es sei denn, du wärst bereit, Dinge zu tun, über die weder ich noch ihr nachdenken oder sprechen wollen. Das ist die Wahrheit.
Es wird ohne einen großen gewaltsamen Konflikt keine Lösung mehr geben. So sieht's aus. Und das haben wir uns selber eingebrockt. Und in den Schulen sind die deutschen Kinder eh in der Minderheit. Und da ist nichts mit Integration. Die werden uns einfach unterjochen. Und wenn du Glück hast, bist du irgendwann Dimi oder in einem Reservat. Wenn du Pech hast, gehst du halt drauf, wenn es zum Bürgerkrieg kommt. Ich weiß, das sind natürlich ganz krasse Szenarien und das mag euch voll überspitzt und übertrieben vorkommen. Ich sage auch nicht, dass es so kommen muss, aber die Möglichkeit besteht. Es wird davon abhängen, wie die Deutschen sich verhalten, aber vor allen Dingen, ob die muslimischen Bürger genauso doof sind wie die Deutschen und sich genauso missbrauchen und auch aufhetzen lassen von ihrer eigenen Propaganda oder ob sie klüger sind als die Deutschen und diesen Braten riechen und sagen, nee, machen wir nicht. Und vielleicht sind sie ja schlauer als wir. Aber ich fürchte, der Mensch bleibt der Mensch, egal ob Araber, Türke oder Deutscher. Und ich fürchte, es funktioniert immer so, dass wir uns als Herdentiere, als Masse steuern lassen und leiten lassen und der Propaganda gehören mit Herz und Seele. Und dementsprechend treten wir jetzt in eine sehr spannende Phase ein. Und ja, möglicherweise ist es jetzt so, dass dieser Zeitpunkt X, dass der vielleicht doch jetzt kommt, den so viele befürchtet, manche herbeigesehnt haben. Ich habe das nie an einem Zeitpunkt X festgemacht. Ich weiß aber natürlich, es gibt eine Menge Leute, die sich darauf vorbereiten. Und das könnte jetzt kommen. Und wenn wir noch irgendwie jetzt in den Krieg gezogen werden, diesmal nicht über die Ukraine, sondern über Israel, dann brennt hier die Hütte. Und dann werden wir hier Terror erleben ohne Ende. Davon gehe ich aus. Dann ist nämlich Deutschland, wenn wir so auf Israels Seite stehen, Feindbild. Ja, und wenn wir das so haben wollen, na gut, dann müssen wir die Konsequenzen dafür zahlen. Weil wir es einfach nicht schaffen, uns zu emanzipieren. Weil wir immer der Sklave Israels bleiben werden, das klingt super rechtsradikal, ich weiß, aber das ist deutsche Doktrin. Wenn ein Israeli ruft, werden wir immer springen. Das klingt sehr bösartig, ich weiß das, aber es ist politisch so. Und mit Israeli meine ich nicht den Israeli an sich, das trenne ich nämlich von der Politik, sondern ein israelischer Politiker. Die wissen nämlich den Schuldkult gut zu nutzen, wie alle anderen auch, und benutzen das, um uns zu manipulieren. Und nochmal, ich trenne den normalen Israeli, den normalen Palästinenser von der Politik und den Terrorgruppierungen. Da mache ich einen ganz klaren Cut zwischen. Nichtsdestotrotz gibt es eben Kultur- und Mentalitätsstrukturen, die auf beiden Seiten für Probleme sorgen. Und die habe ich ja vorhin schon thematisiert. Ja, das war's von mir heute. Ich bin gespannt. Es kann sein, wir erleben jetzt die Zeitenwende. Und es kommt jetzt so schlimm, wie wir gesagt haben. Vielleicht auch nicht. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt. Teilt das Video, wenn ihr klare Worte mögt. Und kommt auch auf Instagram etc.